Meine Damen und Herren, die CDU Nordrhein-Westfalen und auch ich persönlich danken Annegret Kramp-Karrenbauer für ihren großen Einsatz für die CDU. Sie hat eine schwierige Aufgabe übernommen, nachdem Angela Merkel den Parteivorsitz an sie übergeben hat. Sie hat für die Einheit der Union gesorgt. Sie hat das Verhältnis zur CSU wieder auf eine gute Basis gebracht und wir bedauern den heutigen Rückzug. Die Ereignisse in Thüringen haben viele Menschen in Deutschland aufgewühlt und es muss für die CDU klar sein, es kann in keiner Form eine Kooperation mit der AfD geben, keine Kooperation, keine Duldung, keine Koalition, keine Gespräche. Das ist eine Partei, die außerhalb des großen Verfassungsbogens der Bundesrepublik Deutschland steht. Wir werden sie bekämpfen. Der Kurs der Union muss ein Kurs der Mitte bleiben. Und es darf niemand Regierungschef werden mit Stimmen der AfD, auch nicht zufällig. Die CDU ist seit Jahren ein Vertreter der wehrhaften Demokratie. Die CDU ist eine Partei für bürgernahe Politik, für eine weltoffene Haltung und die Partei für Europa gegen jede Form von Nationalismus. Und die Herausforderungen für unser Land in diesen Tagen sind gewaltig. Es gibt Druck von innen und von außen. Und die Union bringt durch ihre Verantwortung auf der Bundesebene in langen Jahren der Regierungsverantwortung in den Ländern, in den Kommunen, das mit, was eine Volkspartei ausmacht. Und das ist die Grundlage auch für effektives Regieren und für erfolgreiche Wahlen in der Zukunft. Und es kommt jetzt darauf an, der Vorsitzende hat heute den Weg beschrieben, eine Lösung zu finden, wie wir die gesamte programmatische Basis der CDU, die Breite unserer Vereinigungen und der Landesverbände zusammenhalten, gemeinsam mit der CSU einen Weg finden, wie wir auch in Zukunft Regierungspartei in Deutschland bleiben können. Und dafür wird es viele Gespräche in den nächsten Tagen unter Führung der Parteivorsitzenden geben. Und da wird auch Nordrhein-Westfalen seinen Beitrag zu leisten.